Können. Ja, freut mich, dass so viele Leute da sind. Ich bin der Klaus, es geht da jetzt um Python for Mathematics, Science and Engineering, wo ich eine kleine Einführung, ein bisschen eine Übersicht über das Scientific Computing Ökosystem in Python geben möchte. Ein paar Worte zu mir, also es gibt mittlerweile den Begriff Data Scientist, das ist so ein bisschen für mich zumindest kurz für, man rechnet was aus. Ich habe ursprünglich Mathe studiert, komme also quasi nicht aus der Softwareentwicklung. Mache halt Scientific Computing mit Python. In meinem Fall heißt das eben Datenanalyse, Visualisierung und Implementierung von numerischen Algorithmen. War dann eine Zeit lang in der angewandten Forschung und jetzt bin ich halt als quasi freiberuflich unterwegs. Und derzeit auch mit anderen beschäftigt, eine Python-Konferenz zu organisieren. Da werde ich aber am Schluss noch was dazu sagen. Wenn ihr mir vielleicht kurz sagen könnt, wer von euch macht denn was mit Python? Könnt ihr mal kurz die Hand heben? Oh, dann müsst ihr alle nach Wien kommen. Nächste Woche, bitteschön. Okay, und wer macht was in Richtung Scientific Computing, Datenanalyse, Modellierung oder so? Okay, na passt eh. Super, ne? Ja. Okay, sehr schön. Also, und MATLAB? Ah, mehr Leute? Okay. Na, perfekt, weil dann kann man auch ein paar MATLAB-Kommentare vielleicht einbringen, damit ihr, ja, mit das... quasi dann nicht fehl am Platz. Also grundsätzlich, das ist jetzt natürlich, wir werden nicht, was Gott in die Tiefe gehen können. Mir geht es darum, ein bisschen einen Überblick zu geben, wie dieses Ökosystem eigentlich ausschaut. Das ist vielleicht, gerade wenn man zum Beispiel MATLAB kennt, natürlich ein bisschen komplizierter, weil es Open Source ist, aber natürlich auch ein bisschen cooler. Und ja, wie genau, werden wir gleich sehen. Das heißt, die Fragen, die quasi ich für euch jetzt mal ein bisschen beantworten möchte oder halt diskutieren möchte, ist zum einen, warum sollte man sich das überhaupt anschauen oder warum ist das eine mögliche Alternative, wenn es eh schon sowas wie MATLAB gibt oder wenn man Open Source, es gibt ja Octave oder es gibt R, es gibt ja grundsätzlich schon viele Lösungen, warum sollte ich jetzt Python verwenden? Dann, wie schaut das dann konkret aus? Also da gibt es dann offenbar einen Haufen Bibliotheken, aber wie hängen die voneinander ab? Das ist vielleicht auch gut zu wissen. Und wenn ihr jetzt Lust hättet, euch das auch wirklich anzuschauen, was gibt es dann für Möglichkeiten, nicht? Weil man kann natürlich auch immer, ja, also alle Wege führen nach Rom, aber manche sind dann ein bisschen kürzer. Und im Anschluss daran, ja, zwei Beispiele, so mit Live-Coding, natürlich immer ein bisschen schwierig, dann geht alles Mögliche schief, aber wir werden das probieren, okay? Da wird dann die Auflösung nicht mehr ganz so schön sein, weil wir den Screen duplizieren, aber ich glaube, das wird schon passen. So, ja, also Python ist ja grundsätzlich ist eine Hochsprache, da hatte niemand vor, ursprünglich, boah, wir wollen jetzt numerische Berechnungen machen. Aber MATLAB hat ja vom Hintergrund her die Geschichte, dass jemand seinen Studenten quasi Fortran abnehmen wollte und sich gedacht hat, okay, Fortran, das ist schon ein bisschen mühsam, ich mache MATLAB, damit wir schneller einfach rechnen können. Und da gab es halt jemanden, der hat Numeric oder Numerics erfunden, das ist der Vorgänger von NumPy, also die Bibliothek, wo es wirklich darum geht, eben numerische Berechnungen durchzuführen, der Jim Jürgenen, und der hat gesagt, MATLAB is a wonderful language for a wide range of numerical analysis. However, it is a terrible language in which to do anything else. Das ist jetzt ein Zitat und das bringt für mich insofern ein bisschen ganz gut auf den Punkt. Also bei MATLAB ist es darum gegangen, da hat jemand Fortran verwendet und wollte quasi Fortran zugänglicher machen. Und hier ist die Überlegung, okay, jemand möchte quasi relativ allgemein entwickeln und hätte gerne für diese allgemeine Programmier- und Softwareentwicklungstätigkeit die Tools, die ihm MATLAB bietet. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich will jetzt einfach nur FFDs machen und ich will nur große Matrix-Operationen rechnen und so weiter, sondern ich möchte das Ganze einbetten in ein größeres System. So, was hat man jetzt von Python? Also grundsätzlich ist Open Source und Cross-Platform. Gut, das ist bei den Linux-Tagen, glaube ich, wichtig. Dann, es gibt mittlerweile wirklich viele und sehr ausgereifte Bibliotheken, gerade wenn es um Numerik-Anwendungen geht, ist es sowieso der Fall, dass dann die Industriestandards aus C und Fortran gerappt werden. Das heißt, so Sachen wie BLAS und LAPACK
wem das was sagt, das ist dann quasi genau dasselbe, wie in MATLAB auch zur Anwendung kommt. Dann ist es halt, weil wir Python haben, natürlich eine Möglichkeit, dass wir einfach schnell ein Skript schreiben, dass wir Rapid Prototyping betreiben. Meiner Meinung nach ist es nicht auf das beschränkt, also man kann da sehr wohl auch wirklich große Anwendungen bauen. Und weil es eben eine universelle Programmiersprache ist, gibt es auch sehr viele Tools, weil eben Leute damit Softwareentwicklung betreiben. Es gibt einen Haufen Leute, die machen Web Development mit Python. Die haben natürlich gewisse Anforderungen. Es gibt Leute, die machen sehr umfangreiche Bibliotheken, die betreiben wirklich Softwareentwicklung. Da braucht man Konventionen, da braucht man Tests, da braucht man Tools, die den Entwicklungszyklus an sich supporten. Und das kriegt man halt quasi über Python automatisch mitgeliefert, weil die Anforderung einfach ist, okay, Python, das soll eine universelle Programmiersprache sein und damit ich das machen kann, muss es sehr viele Anwendungsfälle abdecken. Und deswegen gibt es einfach schon seit Ewigkeiten Möglichkeiten, Tests zu schreiben oder für Dokumentationen und so weiter. Damit ist es halt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine Alternative zu MATLAB und R. Und was für mich persönlich quasi der Hauptunterschied ist zwischen diesen Systemen, ist, dass es bei Python wirklich um eine universelle Sprache geht, die jetzt nicht nur für Numerik oder nicht nur für statistische Anwendungen geeignet ist. Und dadurch fühlt sie sich halt einfach anders an, dann im Programmieren. Gut, jetzt habe ich halt ein bisschen was dazu gesagt, aber die Frage ist natürlich, ja, wie spiegelt sich das wider? Und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Das eine ist einmal, dass man schaut, okay, wer verwendet das denn sonst noch? Da komme ich dann am Schluss dazu. Und die erste Frage, die man sich auf jeden Fall stellen kann, okay, jetzt rede ich also von irgendwelchen Scientific Computing Bibliotheken, die es da angeblich gibt, aber wie viel gibt es denn überhaupt? Und in Python ist es so, dass es PyPI gibt. Das ist der sogenannte Python Package Index, wo alle Python-Bibliotheken, alle Packages quasi registriert sind. Da ist ein Haufen Zeug drin, ich habe gestern nachgeschaut, heute in der Früh ist das sogar, es sind über 100.000 Packages. Da ist natürlich auch Müll dabei, nicht? Also, aber gut, das ist viel, also irgendwer hat das produziert. 100.000 ist viel. Jetzt ist für mich die Frage, okay, aber wie viel davon beschäftigen sich denn mit Scientific Computing? Also offiziell weiß man ja schon, okay, Python und Web, Python und so Systemadministration, Servergeschichten oder halt als Skriptsprache, als Alternative. Aber wie viel von diesen 100.000 haben jetzt einfach das Ziel, was auszurechnen oder halt irgendwie etwas in Richtung Scientific Computing anzubieten? Und es ist halt so, dass es, wenn man sich diesen Package Index anschaut, damit man einfach auch irgendein Zeug wiederfindet, es natürlich ein Klassifizierungsschema gibt, dass die sagt, okay, ich habe ein Package, ich möchte jetzt Leuten, die sich dieses Package anschauen, ein paar Informationen liefern, worum es da eigentlich geht. Und eine ganz wesentliche Information ist natürlich das Thema, mit dem sich das Package beschäftigt. Das heißt, es gibt da ein Topics-Feld und das kann man auslesen. Und das habe ich halt gemacht. Grundsätzlich, damit ihr wisst, was steht da drin, also das Topics-Feld, das ist einfach eine ewig lange Wurst. Ja, also Topic Communication Database, Desktop Environment, bla bla bla, Games, Entertainment, Internet, Multimedia, und hier ist jetzt zum Beispiel Scientific and Engineering. Okay, es gibt ganz viele Topics, Software Development und so weiter und so fort, System, Texteditoren, ja. Wie auch immer. Und jetzt die Frage, die wir da jetzt gerade beantworten wollen, ist, jetzt haben wir also diese 100.000 Packages. Wie viele davon haben eine Klassifizierung? Und wie viele davon sagen, okay, ich mache jetzt bitte schön was mit Scientific and Engineering. Und das sind halt JSON-Files, die man sich rausklauben kann, was ich gemacht habe. Und ich habe das dann zusammengefasst. Von diesen 100.000 Packages bleiben ca. 50.000 über, die sagen, okay, ich bin quasi wirklich ein echtes Package, ich bin so wichtig, dass ich auch eine Klassifizierung habe. Ich glaube, den Rest kann man eh wegschmeißen. Und von diesen Packages, die jetzt eine Klassifizierung haben, ist es so, dass dieses Label Scientific and Engineering, das kommt 6.500 Mal vor und ist damit an der vierten Stelle von allen Labels. Das heißt, wenn man quasi akzeptiert oder glaubt, dass Python eine populäre Programmiersprache ist, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Info, weil dann habe ich also offenbar eine populäre Programmiersprache und ich habe ein Thema, nämlich Scientific and Engineering,
das in 6.500 Packages vorkommt. Und das ist schon, das ist eine Substanz in meinen Augen. Das ist natürlich jetzt nicht super wissenschaftlich, was ich hier gemacht habe, weil es gibt natürlich Überlappungen zwischen diesen Labels. Aber grundsätzlich, die Größenordnungen stimmen schon nicht. Also, okay, wir wissen, Python ist gut, wenn es ums Internet geht. Aber das ist, finde ich, auch ein sehr starkes Zeichen, dass es einen Haufen Bibliotheken gibt, die sich einfach mit diesem Themengebiet befassen. Das ist jetzt quasi eine mögliche Antwort, wie relevant ist denn eigentlich dieser Scientific Computing-Teil innerhalb von Python. Ein anderes, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kurioses Detail, aber ich finde es ganz lustig. Also in MATLAB ist es ja so, dass der Multiplikationsoperator ist immer Matrix-Operation. Das ist ganz nett, ne? Weil man weiß, in MATLAB ist alles eine Matrix. In den meisten anderen Sprachen ist das nicht so. Und auch in Python ist es so, naja, ein Mal ist halt punktweise Operation. Und dann haben sich halt Leute gedacht, okay, jetzt ist also dieses Scientific Computing Ökosystem irgendwie wichtig, wir hätten auch gerne einen Operator dafür. Und der wurde tatsächlich, es gibt in Python sogenannte Python Enhancement Proposals, das sind Einreichungen, das kann im Grunde jeder machen, und sagen, hey, ich hätte gerne das Feature, muss man natürlich schon das ein bisschen strukturierter angehen. Naja, und da haben sie gesagt, okay, wir hätten gerne einen Infix-Operator für Matrix-Multiplikation, und seit Python 3.5 gibt es den auch. Und das ist deswegen meiner Meinung nach außergewöhnlich, weil du den in der ganzen Standardbibliothek nicht verwenden kannst. Es gibt in der Standardbibliothek keinen Anwendungsfall, weil es ja auch keine Matrizen gibt, für einen Operator für Matrix-Multiplikationen. Aber einfach weil dieses Ökosystem so stark ist, haben sie beschlossen, okay, wir wollen das supporten. Da gibt es offenbar einen Bedarf und dementsprechend gibt es seit Python 3.5 einen eigenen Operator dafür. Und zu guter Letzt kann man sich noch überlegen, ja, wer verwendet denn überhaupt Python für wissenschaftliche Anwendungen? Das ist jetzt eine kleine Auswahl an Unternehmen, die halt von sich aus sagen, wir machen das. Ich glaube, die meisten davon kennt man. Ja, muss man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Zum Teil entwickeln sie auch Bibliotheken mit Python, die sie dann online stellen. Das ist DLR zum Beispiel, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aurien, das sind die Leute, die Scikit-Learn machen, für denen das was sagt. Von Google kommt zum Beispiel TensorFlow. Ja, es gibt dann noch Airbnb, die machen auch was. Und von Spotify kommt auch so eine Pipeline zum Beispiel daher. Gut, also ich glaube, irgendwie das interessiert Leute. Aber wie schaut das jetzt aus? Also es gibt oft diese Abkürzung SciPy, und SciPy heißt, sind zwei Dinge. Zum einen gibt es eine Bibliothek, die heißt SciPy, und zum anderen sagt man, das ganze Ökosystem heißt SciPy, was vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Grundsätzlich besteht das quasi dieser Scientific Stack aus sechs Bibliotheken, und ganz am Anfang steht NumPy. NumPy, das ist das, was vorher schon ein bisschen vorgekommen ist. In NumPy geht es darum, jetzt habe ich Python, das ist nett, aber es ist halt eine interpretierte Sprache. Wenn ich da große Matrizen rechnen will, wird das einfach nicht fertig. Ne? Und es muss halt schon schnell gehen. Und in NumPy ist es so, dass du Datentypen bekommst, also eben vor allem einen Array-Typ, der, solange du dich im Rahmen von diesem Array-Typ bewegst und die Operationen, die darauf ausgeführt werden, verwendest, bist du ziemlich nah an C. Das heißt eben Numerical Python, das heißt, du hast dann die Möglichkeit, einfach einen Datencontainer zu verwenden, der dann intern, jetzt einfach gesprochen quasi, in C rechnet, und du hast aber ansonsten außen immer noch deine Python-Welt. Das heißt, das ist das Fundament. Es gibt kaum ein Paket, das ohne NumPy auskommt, weil du einfach, wenn du numerische Rechnungen machen möchtest, brauchst du einfach die Performance, die dir NumPy liefert. Dann gibt es zwei weitere Packages, die ganz wesentlich sind. Das eine ist mal SciPy, also jetzt das Package, die Bibliothek SciPy. Da geht es darum, wenn ich jetzt also NumPy habe, wenn ich also meinen Container habe für Matrizen, für Arrays, dann möchte ich damit natürlich was machen. Ich möchte zum Beispiel, ich möchte FFTs rechnen, ich möchte Optimierungsprobleme lösen, ich möchte Integrationsprobleme lösen. Nicht nur FFTs, sondern vielleicht allgemeine Signalverarbeitung.
und, das ist in SciPy. Oder lineare Algebra und Statistikroutinen. Das heißt, das ist quasi so, NumPy bietet mir den Kern und SciPy dann das, was ich im Allgemeinen tun möchte. Und üblicherweise ist es so, dass man ohne ein paar Plots nicht auskommt. Das ist dann Matplotlib. Das Verwechslungspotenzial mit Matlab ist, das ist quasi bewusst. In Anlehnung, es schaut sehr ähnlich aus, wenn man nicht ein anderes Styleset verwendet. Und dann jetzt quasi schon ein bisschen weiter weg von diesen Basisfunktionalitäten haben wir zum einen Pandas. Das werden wir uns später auch kurz anschauen. Pandas ist inspiriert von R, von den R-Data-Frames. Da geht es in erster Linie um Datenanalyse. Das heißt, da hat man sehr starken Support für Zeitreihen, für Gruppierungs- und Aggregierungsoperationen, sehr viel I/O-Geschichten, also um mit unterschiedlichsten Datenformaten umzugehen. Und das ist wirklich sehr, sehr komfortabel und entwickelt sich irrsinnig schnell, das Projekt. Ist ganz leimend, wenn wir uns dann anschauen. Dann SymPy. Mit SymPy habe ich selber eigentlich nichts zu tun, muss ich gestehen. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen, weil es halt in diesem eins der 6 Kernpakete ist. Da geht es halt um Computeralgebra. Zu guter Letzt, das werden wir uns dann auch gleich kurz anschauen, ist IPython. Das ist interaktives Python. Also das Schöne in MATLAB und R ist ja eben, dass du wirklich direkt immer siehst, was du machst, dieser interaktive Aspekt, dass du eine Operation ausführst, aha, kannst du dir anschauen, okay, machen wir jetzt noch was. Und das bietet halt die IPython-Shell mit zusätzlichen Features, die einfach wirklich bei der Entwicklung sehr nett sind. Da gibt es mittlerweile ein übergeordnetes Projekt, Jupyter. Werde ich dann ganz kurz was dazu sagen, aber in 2 Stunden gibt es dann sogar einen Vortrag, wo es nur um das geht. Das heißt, das wäre jetzt so ein bisschen die Struktur, wie das ausschaut. Natürlich gibt es ja Leute, die machen ganz andere Sachen, nicht? Da will man jetzt Statistik machen. Dann gibt es zum Beispiel StatsModels, das ist jetzt nur eine ganz kleine Auswahl, weil ja, wir haben vorher gesehen, es gibt 6.500 Packages. Das ist natürlich nicht das Ziel in diesem Vortrag, die alle zu listen. Dann möchte man vielleicht Machine Learning machen. In Machine Learning ist Python sehr stark unterwegs. Die To-Go-Variante ist dann zum Beispiel Scikit-Learn. Dann könnte es sein, man möchte Bildverarbeitung machen, dann gibt es zum Beispiel Scikit-Image. Oder man macht Natural Language Processing oder Topic Modeling und so weiter. Da gibt es dann auch ziemlich viele Bibliotheken, die hier wirklich einen ziemlichen Komfort bieten. Also da gibt es zum Beispiel, nur um das zu erwähnen, gibt es eine Bibliothek, das GenSim. Da kann man dann wirklich ganze Dokumente reinstopfen, also natürlich gepasst als Text. Und da sagt er dann, okay, welches Dokument ist wie ähnlich einem anderen. Und das hast du dann in ein paar Zeilen quasi so ein kleines Recommender-System fertig. Das ist wirklich ganz leibend. Ja, und. Also vielleicht, wenn ihr Fragen habt, können wir dann im Anschluss noch diskutieren, aber ja, also das ist so ein bisschen das, was es gibt. Wenn man da jetzt anfängt, ich habe es erwähnt, es wird viel C-Code gerappt, es wird viel Fortran-Code gerappt. Das ist gerade unter Windows normalerweise ein Krampf. Also zumindest ich habe immer gelitten. Mittlerweile gibt es da sehr gute Lösungen. Idealerweise nimmt man sich einfach eine Distribution. Wenn man unter Windows ist, nimmt man WinPython. Also ich sage das jetzt so, ihr nehmt, was ihr wollt, aber ich würde halt nehmen. Oder Anaconda. Mit Anaconda ist man sowieso Cross-Plattform. Anaconda ist eine Distribution mit einem Package-Manager. Das heißt, da macht man dann halt ein Environment auf. Das ist überhaupt insofern bei Anaconda ganz nett, weil Python selber ein Package ist. Das heißt, du kannst doch ohne großen Aufwand zum Beispiel, wenn du aus irgendeinem Grund noch Python 2.7 verwenden möchtest, dann einfach eine 2.7-Umgebung aufmachen. Und so weiter. Und alles, was du halt einfach brauchst. Du hast IPython drin, du hast Spider drin, das ist eine Entwicklungsumgebung und diese Jupyter Notebooks. Das heißt, ja, das funktioniert einfach. Das ist wirklich ganz fein, weil das ist halt ein Komfort, den man von MATLAB kennt, der möglicherweise bei Python mittlerweile schon, aber vor ein paar Jahren war das noch nicht so, dass das einfach funktioniert hat. Heutzutage eigentlich schon. Mittlerweile geht das einfach. So, gleich werden wir uns das dann anschauen, wie sich das anfühlt. Da habe ich zwei so kleine so
was ich Mickey Mouse beispiele, wenn man so sagen will, damit man halt ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Jetzt rede ich da viel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Datensatz anschauen will, wie funktioniert das? Beispiel 1. Beispiel 2 ist, dass wir eine kleine Differentialgleichung lösen und uns anschauen, was da passiert. Nachdem wir das dann also diese Präsentation verlassen, noch abschließend, also ich bin natürlich nicht von hier, das heißt, ich kenne mich nicht aus, aber wer sich für Python interessiert und das noch nicht weiß, es gibt eine Python-User-Group hier, sehr nett, PyGrads. Und das muss ich jetzt quasi machen, weil ich da halt mitorganisiere. Es findet nächste Woche die erste Python-Konferenz statt in Österreich im Rahmen der Linux-Wochen Wien. Freitag, Samstag. Also wer Lust hat, wir haben da mehr als 20 Vorträge und Workshops am Start. Ist, glaube ich, sehr cool. Also ich meine, ich könnte jetzt auch nichts anderes sagen, aber ich finde es wirklich cool. Also ja, überlegt es euch. Wir würden uns freuen, wenn da ein paar Leute auf Besuch kommen. Und wie gesagt, Freitag, Samstag im Rahmen der Linux-Wochen, das heißt kein Eintritt. Brötchen gibt es auch. Also ich glaube, es gibt einfach nur gute Gründe, da vorbeizukommen. So, jetzt werden wir da gleich unter schlechterer Auflösung leiden, aber wir nehmen das in Kauf. Das ist schon relativ fummelig, hä? Huh? Arg. Warum schaut das so arg aus? Na, das geht aber gar nicht. Was wir machen können, ist, dass ich probieren wir es trotzdem, ich kann vielleicht so schreiben. Schauen wir das mal, ob das so auch geht. Also grundsätzlich habe ich eben zwei Beispiele mit dabei. Das schaut so aus, dass wir einen kleinen Datensatz haben, den wir uns anschauen wollen. Hintergrund, das sind Einkommensdaten. Das heißt, die Angaben sind in 1000 Dollar, falls ihr die Größenordnung hinterfragt. Das ganze Zeug stelle ich dann spätestens morgen online im Programm, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Wir brauchen natürlich ein paar Imports. Das führen wir aus. Das ist jetzt übrigens so ein Jupyter-Notebook. Das ist, wie gesagt, ich möchte nicht viel dazu sagen, weil es gibt dann später einen Vortrag. Das ist halt quasi so browserbasiert. Es gibt Input-Zellen, es gibt Output-Zellen. Das ist eine super geschmeidige Geschichte. Ja, ich glaube, ihr werdet dem schon folgen können. Vor allem, was nett ist, ist, dass wir da quasi auch so ein bisschen eine Kommandozeile haben. Und der Datensatz sieht eben so aus, dass ich da halt offenbar irgendeine CSV-Datei habe. Ich habe einen Header und dann stehen da irgendwie so comma-separated Werte drin. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, was wir da aussagen können. Der Punkt ist der, das ist quasi eine Stichprobe. Ich habe das Alter der Menschen, ich habe deren Einkommen, ich habe den Ausbildungsgrad, ich habe das Geschlecht und so weiter. Und was wir jetzt quasi beantworten wollen, ist zum einen, wie verhält sich denn das Einkommen in Abhängigkeit vom Alter? Und wie verhält sich das Einkommen in Abhängigkeit vom Bildungsgrad? Und da wollen wir uns anschauen, also das sind jetzt keine wahnsinnig komplizierten Fragen, aber ich glaube, man kann sie sich ganz gut vorstellen, und weil es eben nicht so wahnsinnig kompliziert ist, wird man jetzt hoffen, dass wir das ratzfatz beantworten können. Und ja, das wird uns, glaube ich, auch gelingen. So, also wir müssen die Daten natürlich mal laden. Wenn man in Pandas was laden möchte, wir verwenden jetzt in Pandas diese Bibliothek von vorher, da gibt es einen Haufen Möglichkeiten, irgendwas zu laden. Wir verwenden jetzt halt deinen CSV-Reader und die Datei heißt eben wage.csv. Und weil ich halt weiß, dass die Indexspalte das ist, schicke ich das halt als zusätzliches Argument dazu. Ich führe das aus. Und das ist quasi the way to go, wenn du eine CSV-Datei lesen möchtest, die wirklich eine echte CSV-Datei ist. Kannst du ganz viele Sachen noch angeben, aber zack, haben wir eingelesen. Und jetzt sehe ich eben hier, okay, das, was ich vorher erwähnt habe, wir haben da
Im Jahr 2006 gab es jemanden, der war 18 Jahre alt, ein Mann, noch nicht verheiratet, weiß und so weiter und so fort. Der hat eben $75.000 Jahresgehalt gehabt. Gut, einmal eine Info, da kann man natürlich noch nicht allzu viel aussagen. Jetzt wollen wir mal wissen, was haben wir denn überhaupt für Variablen in unserem Datensatz. Und jetzt ist das eben ein Dataframe, das heißt, das ist ein schönes Objekt, das relativ viel kann und das ich auch viel fragen kann. Jetzt will ich natürlich zum Beispiel wissen, okay, was habe ich überhaupt für Spalten in meiner Matrix? Und eben das, was wir schon kennen, wir wissen auch, ob er gesund war, ob er versichert ist und es gibt sogar eine logarithmierte Variante vom Alter, das macht man manchmal, so Post-Processing und wo der ungefähr herkommt und was er arbeitet. Das heißt, ich habe da einen Container, der mir einfach alle möglichen Sachen bietet. Und um Fragen gleich vorwegzunehmen, also das ist ein politisch sehr, sehr gebiaster, also inkorrekter Datensatz, weil da kommen nur Männer vor. Ist halt, ich habe den nicht erfunden, also sehe ich gar nichts dafür. Ja, also das ist aber schon ganz nett, nicht? Ich sage einfach, okay, ich will da eine Spalte, Sex, und ich will wissen, unique. Und ich bekomme ein Array, das mir die eindeutigen Elemente zurückgibt. Also ich musste da jetzt nicht großartig was machen, sondern das wird mir gleich mitgeliefert an Funktionalität. Wenn wir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel der Chef reinkommt und jetzt wissen will, na gut, sag mir irgendwas zum Alter und zum Einkommen, dann muss das schnell gehen, dann mache ich hier Describe, also ich wähle zuerst die Spalten aus, sag okay, ich will Age wissen, ich will Wage wissen und sag mir irgendwas, ja keine Ahnung. Und jetzt weiß ich, aha, der Jüngste, der war 18, der Älteste war 80 und wir haben im Mittelwert ein Einkommen von $111.000. Na, das will man, solche Sachen will man halt einfach sofort wissen und das sollte auch sofort gehen. Also ich will ja nicht irgendwas iterieren müssen oder sonst was. Ich will sagen, hey, gib mir die Info und fertig. Und das ist auch der Aufwand, den ich betreiben muss. Und circa so soll es sich anfühlen, in meinen Augen. So. Ja? Das ist leider nicht so einfach. ja, ich wollte noch ein Plugin runterladen. Nein, sorry. Sorry. So, jetzt haben wir das und jetzt haben wir eigentlich gesagt, wir wollen die Abhängigkeit vom Einkommen über das Alter haben und das Netteste ist natürlich, dass ich mir da einen Plot mache und zwar so, dass ich mir einfach mal nur auf der X-Achse alle Altersdaten auftrage, dass ich auf der Y-Achse eben das Einkommen auftrage und dann könnte ich dem Ganzen noch einen Titel geben, weil wir quasi das irgendwie korrekt machen wollen, und zwar Wage eben in Abhängigkeit von Age. Und das sieht so aus. Ja, also weil das eben ein schönes, mächtiges Objekt ist, kann es auch plotten und macht mir einen Scatterplot und ich sehe, aha, also eben über dieses Alter von 18 bis 80 verdienen die Leute circa so viel und es gibt ein paar Leute, die verdienen ziemlich gut. Dann gibt es so ein Loch, also in dem Gebiet ist niemand. Und so gefühlsmäßig würde man sagen, naja, am Anfang verdient man ein bisschen mehr, dann verdient man eigentlich gleich viel, bis man halt in Pension geht und stirbt. Ja, so quasi die ganz einfache Interpretation. Jetzt wollen wir das aber ein bisschen präzisieren. Und das können wir machen, indem wir sagen, jetzt kopiere mir bitte nach Alter, nicht? Ich habe da ganz viele Datensätze mit Leuten, die 18 sind, 19, 20 und so weiter. Die kann ich ja zusammenfassen und in den Gruppen dann einen Mittelwert ausrechnen. Das heißt, was ich mache ist, ich möchte nach Alter kopieren, ich möchte mir das Gehalt nehmen und ich will sagen, aggregate, und zwar den Mittelwert. Und weil wir es gleich brauchen, weise ich dem eine Variable zu und wir führen das aus und wir sehen, aha, also die 18-Jährigen verdienen 64.000, die 19-Jährigen 53 und so weiter. Und jetzt fügen wir das einfach da oben in unserem Plot dazu
Und zwar haben wir jetzt eben dieses DF-Arc, da können wir jetzt einen Plot machen, da machen wir aber einen Linienplot. Und das X soll eben sein, also das X müssen wir gar nicht sagen. Da machen wir jetzt ein Label, das nennen wir Mean. Könnte man da im Browser nicht einfach Steuerung und Plus drücken? Nein. Ah. Leider nicht. Ja. Dann doch. Was? Oh! Das ist geändert. Cool. Ja, danke. Ah, in der Präsentation geht's nicht. Genau das ist der Punkt. Jetzt muss ich da natürlich noch sagen, dass es dieselbe Achse sein soll. Und die Farbe, sagen wir auch, das ist halt rot. Und da oben schreiben wir noch dazu, dass das sind unsere Daten. Und so schaut das aus. Das ist circa das, was wir vorher gesagt haben. Es steigt, es bleibt gleich und dann wird es halt einmal einfach zu wenig Daten, um was auszusagen. Und das ist einfach schon relativ schnell gegangen, nicht? Das war jetzt kaum ein Aufwand. Natürlich, ja, ist jetzt nur eine Skizze, aber so kommt man eigentlich ziemlich schnell zu einem Ergebnis. Das war jetzt die Frage 1, nicht wie hängt denn das vom Alter ab? Die Frage 2 ist, können wir auch eine Aussage über die Abhängigkeit vom Bildungsgrad irgendwie darstellen? Und ja, natürlich. Und es gibt dann natürlich Bibliotheken, die auf dem aufbauen, die sagen, na gut, jetzt gibt es also diesen High-Level-Datencontainer, also bieten wir zum Beispiel Plot-Funktionalitäten an, die das ausnützen, dass ich hier gruppieren kann. Und da gibt es eine Bibliothek zum Beispiel, die heißt Seaborn. Das ist, wenn man zum Beispiel R verwendet, ein bisschen was wie ggplot. Und was ich da sage, ist, ich sage, meine Daten, das ist eben mein DF und ich habe auf der Y-Achse mein Wage und auf der X-Achse habe ich meine, wie heißt die Variable, Education. Und die Achse gebe ich mit. So. Ja, und wir sehen schon, aha, also da gibt es ein Advanced Degree, das liegt irgendwie höher als High School. Aber es ist irgendwie durcheinander, ne? Das ist irgendwie blöd. Blöd. Müssen wir ändern. Deswegen gehen wir gleich an, die Order soll sein DF eben von Education. Ich gebe da jetzt quasi die einzelnen, wie die Elemente sortiert sein sollen. Das heißt, ich sortiere die jetzt noch selber, gebe das vor. Gut. Wir sind da natürlich nicht die Statistik Austria, aber es hat uns auch nur eine Zeile gekostet, im Wesentlichen. Nachdem wir ein bisschen knapp in der Zeit sind, werden wir da jetzt gleich abbrechen. Aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, dass man hier einfach, weil ich dieses mächtige Objekt habe, sehr schnell, sehr expressiv Aussagen über meine Daten treffen kann. Und deswegen jetzt noch ein kurzes Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise haben möchte, dass ich eben zusätzlich, wie sieht es denn aus mit Ausbildungsgrad und Hautfarbe? Das könnte ich jetzt natürlich auch analysieren und sagen, okay, kopiere mir bitte genau nach diesen beiden Größen. Dann nehme ich eben Wage. Dann aggregiere das wieder mit dem Mittelwert. So, und dann habe ich eben gleich eine Tabelle. Das ist wirklich nett. Und habe dann quasi meinen, also natürlich Projektbericht wird vielleicht noch ein bisschen aufwendiger sein, aber zack, bin fertig. Also ich will, und das Schöne ist, man kann es eben lesen. Ich gruppiere nach Ausbildungsgrad, nach Hautfarbe und wie ist denn bitte schön das mittlere Einkommen. Und dann kann man sich überlegen, ob Gesellschaften sozial durchlässig sind. Und so weiter und so fort, was jetzt hier nicht ausgeht, und wir wissen eh, dass es schwierig ist. Aber ja, das ist halt super nett, dass wir da wirklich so schnell weiterkommen. So, für das nächste Beispiel, damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben, etwaige Fragen zu beantworten, ich kann ja auch schummeln. Ich habe irgendwo schon die Lösung zu dem, was wir machen wollen.
Deswegen kurze Demo nur, wie das ausschaut. Ja? Also Lotka-Volterra-Differentialgleichung, jetzt sagt das irgendwas. Oder sind Biologen im Raum? Gut, das ist gut. Okay. Also einfach gesagt, das ist ein Modell aus der mathematischen Biologie, wo man sagt, okay, ich habe zwei Populationen, ich habe zum Beispiel Hasen, ich habe Füchse, die Füchse wollen die Hasen fressen. Irgendwann werden halt die Hasen aussterben, dann haben die Füchse nichts mehr zu fressen, sterben die Füchse aus, und wenn dann noch ein paar Hasen da sind, werden sie sich halt wieder vermehren und die Population wird wieder ansteigen. Das kann man in ein ganz einfaches Modell packen, das sind die Lotka-Volterra-Gleichungen. Das heißt, die Änderungsrate in einer Population hängt ab von der Population selber, und dann gibt es eine Interaktionsterm, jeweils negativ von der anderen Population, also die Änderungsrate in der Hasenpopulation sagt mir, es gibt mehr Hasen, wenn es viele Hasen gibt. Gut, die vermehren sich halt, wie die Karnickel sozusagen. Und ja, sie werden weniger, wenn es viele Füchse gibt, deswegen haben wir hier ein negatives Vorzeichen. Und das möchte ich jetzt lösen. Ein einfaches Differentialgleichungssystem, brauche ich halt irgendwelche Parameter, okay. Und jetzt gibt es natürlich einen ODE-Solver, weil muss es geben, der halt haben will, dass ich mein Gleichungssystem aufschreibe als, die Ableitung ist eine Funktion von der rechten Seite. Also die Ableitung da links ist eine Funktion von der rechten Seite. Das heißt, ich muss jetzt also diese Funktion aufschreiben. Schaut so aus. Ich habe ein x, ich habe eine Zeit, ich habe Koeffizienten, und das ist das, was da oben steht. Ja, ich gehe da jetzt nur schnell durch, damit ihr das Ergebnis dann gleich anschauen könnt. Aber im Grunde, man kann es lesen, das sieht nicht sehr viel anders aus, als das, was oben steht. Das ist ja irgendwie ganz nett, dass man es lesen kann. Und um das dann zu lösen, brauche ich Anfangsbedingungen. Ich muss sagen, wie viele Hasenfüchse gibt es am Anfang. Ich brauche eine Zeit, also ohne Zeit geht nie was, auch im Programmieren nicht. Und dann sage ich, okay, löse mir das bitte, meine Funktion mit den Anfangsbedingungen über die Zeit, und das ist mein Ergebnis. Ja, also wenn ich jetzt am Anfang mit 10 Hasen und 10 Füchsen starte, dann vermehren sich die Hasen oder die Füchse, man müsste jetzt wissen, was ist. Und dann kann man sich das anschauen. Ne? Aber hier passiert jetzt wieder was. Natürlich, ich meine, kein Mensch will sich das anschauen. Ja? Also im Grunde ist das schon das Ergebnis. Puristen sind bereits fertig, wir noch nicht. Wir wollen einen Plot machen. Ja, wir machen einen Plot. Wissen, plotten ist offenbar nicht so kompliziert. Wir teilen das auf über die Zeit. Hasenpopulation, Fuchspopulation, und was wir sehen, das Grüne sind jetzt eben die Hasen. Also die Hasen vermehren sich, vermehren sich, vermehren sich. Die Füchse freuen sich über die vielen Hasen, und obwohl sie am Anfang quasi weniger geworden sind, vermehren sich auch. Jetzt beginnen sie die Hasen zu fressen. Und dadurch werden die Hasen weniger, und wenn die Hasen aber zu wenig geworden sind, sterben die Füchse wieder aus. Also das ist quasi dieses Wechselspiel, das man sich jetzt so anschauen kann, aber für eine Diskussion ist das natürlich ungeeignet. Nicht? Also das ist, man hätte jetzt gern, also was ja nett wäre, nicht, dass ich jetzt ganz, das ganze Interaktionsparameter, also wie schnell vermehren sich die Hasen oder wie viele Füchse werden da, also wie viele Hasen frisst ein Fuchs, das würde ich gerne irgendwie, das hätte ich gerne in der Hand. Und was da sich jetzt irgendwie, ein GUI, nicht? Man will ein GUI haben, man will ganz oft ein GUI. Und GUIs sind mühsam, also finde ich persönlich. Aber das Schöne ist, wir sind hier in dieser Jupiter-Welt. Und in der Jupiter-Welt sind viele Dinge einfacher. Ich packe also einfach das, was ich haben will, in eine Funktion. Die Funktion hat die Parameter, für die ich mich interessiere, wie viele Hasen, wie viele Füchse. Man sieht, es ist ein Modell, ich kann mit einem halben Fuchs anfangen. Stört nicht. Und dann sage ich, okay, löse mir das. Und ich muss natürlich alle Zellen ausführen. Und dann kann ich sagen, löse mir das und mach einfach das Leiter rein. Und das Schöne ist, ich habe jetzt auf einmal eine interaktive Grafik. Hallo? Warum nicht? Nein! Ach Gott. Das ist jetzt natürlich, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das so? Oi.
Wait a second. Okay, das werden wir jetzt in der verbleibenden Zeit nicht fixen, aber der Punkt ist, das funktioniert wirklich. Also bei euch wird es gehen und das ist halt schön, nicht? Also gerade Besprechungen, hey, wie hängt denn das von dem ab? Ja, pff, weiß ich nicht. Ja, aber kannst du machen? Super geschmeidig. Ist für mich wirklich ein super leibendes Feature. Tut mir jetzt leid, dass das nicht geht. Ja, aber im Wesentlichen war das, was ich zeigen wollte. Ich glaube, wir haben noch eine Minute für Fragen. Oder so. 5 Minuten? 5 Minuten. Bitte. Und Dankeschön. Ja. Kann man da auch die größere Datenmengen direkt einlesen oder sollte man die vorher noch reduzieren, damit das irgendwie gut funktioniert? Was meinst du mit da? Ja, in diesem System, wie du das da gerade gezeigt hast, also ich habe manchmal sehr große CSV-Dateien, die ich gerne vorher einreduziere, damit es irgendwie nicht eine Stunde dauert. Und, macht das von alleine oder muss ich da immer noch zusehen? Dass wenn es jetzt auf den Plot bezogen ist, also hier in dem Fall ist es so, dass quasi mit jeder Einstellung das neu gezeichnet wird und wenn du jetzt einen Plot mit sehr vielen Punkten hast, dann wird das Aufbauen der Punkte einfach so lange dauern. Aber wenn du die Daten nur manipulieren möchtest oder so, das geht normalerweise sehr schnell. Also auch wenn du dann zum Beispiel einen binären Container im Hintergrund hast, also CSV-Dateien mit ein paar hunderttausend oder mehreren Millionen Zeilen ist überhaupt kein Problem normalerweise. Nochmal? Du kannst alles angeben, was du willst. Du kannst auch sagen, was für Werte zum Beispiel als null identifiziert werden sollen. Das kannst du, da gibt es so eine Parameterliste. Ja. Gut. Dankeschön.